pray, wilt thou become mercy and protect me, the Lemurian herd? Und damit sind wir wieder bei der großen Entscheidung, Lessie werden oder nicht Lessie werden. Das ist hier die Frage. Tja, und da Lessie zu werden für uns den Untergang bedeutet, wählen wir natürlich ein Leben als Sterblicher. Denn wir wollen Agitor werden und ein Agitor kann natürlich nicht unter der Kontrolle eines Kristalls stehen. Ist ja ganz logisch eigentlich. Naja, und dementsprechend machen wir uns mal ran, den Kreislauf zu durchbrechen. Auf geht's. One thing after another. The choice now goes to me. Ich dachte es mir schon. Ein neuer Lessie ist geboren. So ist Rem also nun ein Lessie und ihre Rolle wird weitergeführt. Und jetzt endlich können wir auch speichern, denn wir erinnern uns, es gab keine Möglichkeit zu speichern, nachdem wir uns dafür entschieden haben, Lessie zu werden. Also dann, wollen wir mal weiter aufbrechen und theoretischerweise müssten wir ja auch noch nicht bloß Sid Austin begegnen, sondern ich vermute auch irgendwie Machina, oder? Der muss doch auch noch irgendwie mit hier drin vorkommen. Gerade jetzt, wo Rem der Lessie des Feuervogels ist, gibt's da bestimmt ein schönes Aufeinandertreffen. Are you up to the challenge? Neue Feuerproben? Sammle auf dem Weg zum Tor auf der obersten Ebene 7 Anime. Okay. Auf geht's. 7 Gegner in 10 Minuten, das sollte machbar sein. Nummer 1. Habt ihr noch mehr für mich? Achso, wir müssen einfach auf neue Plattformen gehen. Geht klar. Ein Tomberry. Ist es ein Tomberry oder der Tomberry? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Lebenslampion für uns. Wunderbar. Ich glaube, 7 Anime zu kriegen sollte nun wirklich nicht so schwer sein. Also Sids Herausforderungen sind ein bisschen merkwürdig. Es sei denn natürlich, wir finden nicht genug Gegner. Das traue ich denen zu, dass die so gemein sind. Bewegen wir uns wirklich vorwärts? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Nee, ne? Irgendwie nicht. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ach, hier drüben ist auch noch. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja noch ein Tor. Okay, jetzt sind wir definitiv woanders. Oh, hallo! Gut, Nummer 3. Auf zum nächsten Bereich. Guck mal, wieder ein Rusu. Ist in Ordnung, kein Problem. So, dann nehmen wir doch einfach mal immer den Weg, der sich neu auftut. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, um hier vorwärts zu kommen. So, da kommt auch schon Nummer 5. Gib mir deine Anima und wir brechen weiter auf. Noch 2. Mit King ist das auch ziemlich angenehm, weil man immer aus schön sicherer Entfernung kämpfen kann. So, und damit auf zum letzten Gegner in dieser Prüfung. Okay. Ein Final Elixier für uns, nettes Geschenk. Gehen wir halt einfach so weiter. Aha.
Nichts Neues. Altes Spiel. Und wir können weiter fortfahren. Allerdings nicht da, sondern hier. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass sich da drüben das Tor auftut. Aber gut. Nehmen wir eben das hier. Na komm schon. So. Offenbar ist zwar die Prüfung zu Ende, aber der Weg noch nicht, den wir beschreiten müssen. Kein neuer Gegner? Ich habe das Gefühl, wir werden uns im Kreis drehen. Oder? Schon so ein bisschen? Ja, damit sind wir wieder hier in der Kiste. Das dachte ich mir schon, dass wir da wieder hier rauskommen. Ich meine, es gab ja noch ein Tor, das sich nicht geöffnet hat, nämlich hier. Und ich denke mal, da werde ich durchtreten müssen, um herauszukommen. Die Frage ist, wie löse ich das denn aus, dass hier ein Gegner kommt, mit dem ich das dann öffnen kann? Hängt das irgendwie mit der Farbe dieser Kristalle zusammen an den Toren? Keine Ahnung. Ja, hier ist ja nichts mehr, ne? Shit. Ein sehr seltsames Rätsel. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob es ein Rätsel darstellen soll oder nicht. Hier ist ja nichts. Und wir drehen uns im Kreis. Auch hier ist noch eins, das noch nicht aktiviert ist. Tja, wo ist der Ausgang? Ich nehme mal den Weg. Ich glaube, den anderen hatte ich vorhin genommen. Oh, das sieht neu aus. Das sieht neu aus. Wunderbar. So, räumen wir die doch mal schnell beiseite. Ja, nein. Und auf zum Kreuzgang der Verheißung. So, das sieht schon wieder stark danach aus, als ob sich unsere Gruppe trennen würde. We divide and conquer. Ja. Genauso sieht's aus. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal dasselbe Splitting wie vorhin. Allerdings werde ich diesmal, glaube ich, erst die King-Gruppe nehmen. Ganz einfach deshalb. Nee, warte mal, das war nicht richtig. Wie hatte ich die denn vorhin? Ich hatte King, Nine und Kate? Ich glaube, ne? Ja. Genau. Und die zweite Gruppe dann eben Seven, Trey und Queen. Ganz einfach, weil ich gern mit Seven weiterspielen würde, wenn sie sich wieder vereinigen. So, so. Auf geht's. Let's go. Weitere Prüfungen erwarten uns. Are you up to the challenge? Ich glaube, du wiederholst dich. Besiege alle Feinde ohne Einsatz von Waffen. Und schreite voran. Was? Wie ohne Einsatz von Waffen? Ich meine, ich kann warten, bis die anderen die fertig gemacht haben. Das wäre eine Variante, oder? Ich meine, dann benutze ich ja keine Waffen. Und was die machen, dafür kann ich ja nichts. Ich glaube, das mache ich ja einfach mal so. Ich weiß nicht, was die sonst von mir wollen. Wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste nicht, worauf die hinaus wollen so richtig. Oder wir gehen einfach. Lass einfach mal gehen. Wahrscheinlich wird das Tor zu sein, so wie ich die kenne. Was passiert denn, wenn ich Waffen benutze? Ich meine, ich verstehe das gerade nicht so richtig. Ohne den Einsatz von Waffen? Sehr, sehr seltsam. Komm, nein. Hack mal ein bisschen auf ihn drauf. Ich stelle mich als Köder hin. Und ihr erledigt den Rest. Insofern ihr es schafft. Sieht momentan bloß nicht danach aus. Doch jetzt. Hat ja ein bisschen gedauert. So, davon haben wir schon den nächsten Russo. Wo müssen wir denn hin? Ich schau mal ganz kurz.
Ah, kriegt man nicht so richtig angezeigt. Irgendwo da eben. Ich würde dich so gern abschießen. Aber ich darf nicht, offenbar. Ich weiß es nicht so richtig. Nicht doch. Kämpfen die gegen jemand anderen noch? Nee, ne? Sehr gut. Nein, sollte vielleicht mal auch zu dem Gegner hinkommen, denn er ist ein Nahkämpfer. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn er da drüben rumsteht. Jawohl. Sehr gut. Ihr habt's drauf, Leute, ihr habt's drauf. You are now authorized to proceed. Das ist sehr schön. Hat ja offenbar gereicht. Ich habe keine Ahnung, ob das so Sinn gemacht hat, was ich hier getan habe. Aber wir sind durch. So, dann mal Let's auf go. Mit Gruppe 2. Seven, für uns zum Sieg. You have little time. Think quick. Okay. Einfach nur alle Feinde besiegen. Das klingt nach einer machbaren Aufgabe für mich. So. Jawohl. Okay, Puddinge sind natürlich ein bisschen unschön, weil man einfach immer warten muss, bis sie ihren Angriff machen und dann halt kontern muss. Aber es geht, es geht. So, greifen wir doch erstmal den Russo an. Sollen sich die anderen doch mit dem Pudding beschäftigen? Siehste? So. Oh, hallo. Wo kommt denn der gerade her? Ist er euch ein bisschen ausgebüxt gerade? Naja, wir gehen einfach mal weiter. Da hinten ist ja auch schon Schluss. Also nur noch die drei Gegner hier. Dann haben wir es doch schon wieder. So, wunderschön. Auch wenn sie unsichtbar sind oder durchscheinen zumindest. Den Bewegungsablauf von dem Pudding, den kriege ich doch ganz gut hin. Oh shit. Ich sollte mich vielleicht doch um den Russo kümmern. Ah, okay. Jetzt ist auch egal. Und ihr habt den anderen schon erledigt. Wunderbar. Na dann. Du unterschätzt uns vielleicht. Kann das sein? Weiter geht's mit King. Das Amphitheater. You should at least be able to do this much. Okay. Oh shit, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was ich tun soll. Wir töten einfach mal alles. Achso, warte mal, ich kann doch bestimmt hier nachschauen, oder? Nein, kann ich nicht. Doch, besiege alle Feinde ohne Einsatz von Magie und schreite voran. Aha. Ja, das ist nicht so das Problem. Da ich sowieso lieber mit physischen Attacken kämpfe. Ja, den treffe ich noch nicht, wie es aussieht. Doch, jetzt. Am Ende war er dann doch schon nah genug. So, ich würde sagen, wir schreiten mal ein bisschen voran. Auch wenn ich dem Russo damit direkt vor der Flinte stehe, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Hallo? Hör auf auszuweichen, du Stück. Na, geht doch. Ihr dürft auch angreifen. Sehr gut. You are now authorized to proceed. Okay, wo müssen wir lang, ist die Frage. Lass mich doch mal hier drauf, Mensch. Hallo. Da drüben geht's in die Mitte rein.
Ey, ist ja ganz spannend hier alles, aber wie komme ich denn vorwärts? Okay, zumindest bin ich schon mal in der Mitte. Ich muss da lang, ja? Ich mach's einfach mal. So, ich hoffe jetzt bloß mal, dass sich das Ding nicht zurückbewegt. Das wäre irgendwie sehr unfein. Du gehst schon weiter gegen den Uhrzeigersinn, oder? Oh shit, jetzt wenn ich auf dem Inneren geblieben wäre, wäre ich jetzt schon am Ziel. Das ist unfair. Bewegt sich der Äußere auch noch? Ach komm, ich gehe wieder zurück auf den hier, oder? Ach, geht nicht mehr. Wahrscheinlich bewegen die sich nur... Ja, ich dachte es mir schon, wenn ich nicht drauf bin. Oh, was ist das denn für ein Mist? Jetzt, hier, da, wunderbar. Wir sind durch. Sehr seltsame Technik. And this is Lorica. Oh ja, das sieht ganz danach aus. Deutliches Anzeichen dafür, dass wir es bald geschafft haben. Denn nun bleibt nur noch Concordia zu betrachten und das werden wir wohl... We should be pretty far along by now. Ja, mit Seven sehen. Zu der wir nun schalten. Die letzte Prüfung mit den getrennten Gruppen, denke ich mal. Und auch hier im Amphitheater. I prepared this just for you. Was darf denn sein? Zerstöre die Säulen, um die Flammen in die richtige Position zu bringen. Was? Okay. Komme ich da hin? Ich glaube nicht, ne? Oh nein, ich gehe mal kurz auf Tray. Das ist vielleicht besser. Ja, genau deshalb, weil er ein Fernkämpfer ist. Man ist ganz schön gearscht, wenn man hier keinen Fernkämpfer mitnimmt, oder? Oh, komm schon. So, die letzte Säule soll fallen, wenn die Flammen am rechten Ort sich sammeln. Welche letzte Säule? Diese letzte Säule. So. Oh, komm schon. Ich wechsle mal lieber auf Seven. So, schalten wir den mal ganz kurz aus. Okay, Trey. War das jetzt in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich verstehe den Sinn dieser Aufgabe gerade nicht ganz. Ach, warte, jetzt glaube ich... Gibt es noch was hier, was ich zerstören muss? Außer diesem Würfel? Shit, es hat Seven erwischt. Oh, 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 was ist denn hier los? Ich kann hier gerade irgendwie überhaupt nicht richtig zuschlagen. Eieiei, was ist denn jetzt los? Oh shit! Was ist das denn für eine Prüfung? Oh, komm schon! Das ist irgendwie ziemlich mies gerade. Ich meine, vier von diesen schießenden Teilen. Okay, zumindest die wären schon mal weg. Dann probieren wir es doch nochmal mit den Säulen. Ich meine, ich habe jetzt nur noch Trey hier, aber was willst du machen? Damit muss ich jetzt halt klarkommen. So, ich glaube, ich weiß, was sie von mir wollen. So, warte mal. Ich muss gerade erstmal einen Überblick gewinnen hier. Dieses blöde Hin- und Hergerutsche mit der Kamera, das stört mich ungemein. Es ist nur noch eine Säule übrig, oder? So, gehen wir doch mal so, dass ich hier auch richtig sehe, was passiert. Ah, da ist der Moment gerade durch. Ich glaube, wir müssen das Ding genau so abschießen, dass es bei diesem Flammenteil stehen bleibt.
Was natürlich jetzt gerade unglaublich doof ist mit den Kerlen hier an der Backe. Ah, komm, dann räumen wir die erstmal weg. Ich treffe sie bloß nicht. So. Das war's schon mal für den. Kann es sein, dass diese Säulen sich regenerieren? Oh, shit. Ein Lebenspunkt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir stehen beide verdammt gut da mit unserem Leben, mein Freund. So. Okay, letzte Säule. Die ist immer noch da, als einzige, wie es aussieht. Wo ist dieses Feuerding? Da drüben. Sollte das jetzt... Nein, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht, so richtig. Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, was soll ich denn genau tun? Das leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein. Okay. Ja. Zerstören die letzte Säule, wenn sie in der richtigen Position sind, ist ja schön, aber ich meine. Und jetzt? Kann ich da durchgehen? Nein. Offenbar nicht. Ja, danke schön. Ganz traumhaft. Ich zerstöre erstmal die, die hier drüben sind. So, da sehe ich auch ein bisschen besser. Jetzt müssen wir nochmal kurz entscheiden, wo wir denn genau hinwollen. Ich würde doch sagen... So, welche Flammen denn jetzt genau? Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Hier sind keine Flammen. Diese Tür oder hier war noch eine zweite Tür. Die habe ich vorhin probiert, glaube ich, ne? Das ist halt das Blöde. Ich habe keine Ahnung, was genau die jetzt von mir wollen. Wir warten mal, bis die andere Tür hier durchkommt. Das ist total dumm. In der richtigen Position. Kann ja überall sein. Das war offenbar auch nicht richtig. Jetzt sind die Flammen da drüben. Was heißt das für mich? Kann ich an der Stelle hier durchtreten oder... Nee, ne? Das macht irgendwie alles keinen Sinn so richtig. Lasst mich durch! Na! Ah! Woher weiß ich denn, wo die Flammen sind im Voraus? Das verstehe ich nicht. Was ist das für eine abgefuckte Aufgabe? Und wieso ist Trey gerade gestorben? Oh Mann, Leute, ich verstehe es nicht, was ihr von mir wollt. Ach, Mensch. Muss das sein hier? Irgendwelche Abfuck-Rätsel, die keine Sau versteht? Soll es denn die Tür sein oder die andere? Nee, die andere, oder? Jetzt sind die wieder da, die Dinger. Die Flammen. Ich nehme aber mal an, das ist nicht die richtige Stelle, an denen... Das... Jetzt... So, vielleicht? Ist das genehm? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn es diesmal klappen würde. Ich dachte vorher eigentlich, dass die Flammen nur dann auftauchen, wenn ich die Dinge zerstöre. Also ich habe es vorher gar nicht mitgekriegt, dass sie ja schon vorher im Voraus aufgetaucht sind. Aber jetzt sollte es ja eigentlich stimmen, oder? Wenn ja, werde ich auf jeden Fall mit King als Gruppenführer weiterziehen. Die anderen haben dann halt ein bisschen Pech gehabt. Na dann. Was für eine Mistmission. You mean, this is Concordia? Sieht so aus. Lass uns weitergehen.